während du noch deine eigenen Probleme als riesengroß erfährst, könnte es sein, dass die Vorbereitungen Gottes für dich schon längst laufen. Also nehmen wir an, typische Partnersuche. Da kann man das so ein bisschen erklären. Wenn in welchem Alter auch immer ein Mensch eine Partnerin oder einen Partner sucht, gibt es ja zwei Zustände, die man haben kann. Erstens die Erwartungen, das muss die Traumfrau oder der Traummann sein. Dann musst du zum Bäcker gehen und dir einen backen lassen. Oder aber, dieser Mensch ist schon da, ich weiß nur nicht, wie ich ihn finden soll. Da wird ja klar, wenn du deine Wünsche verwirklichen willst, muss man backen lassen. Wenn du vielleicht die Vorbereitung Gottes ernst nehmen willst, könntest du sagen, Vater im Himmel, aber wie soll ich es finden? Einer, der zwischen diesen beiden Zuständen gerade sehr in der Presse ist, ist der Herr Christoph Schlingensief. Ich habe hier eine Besprechung seines Buches, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Ich kannte den früher nur von seinen besonderen Aktionen her, dass er irgendwo bei Reuth aufgemischt hat oder irgendwelche Leute verwirrt hat mit irgendwelchen Sachen, da haben die alle gesagt, er ist bekloppt. Und dann kriegt er auf einmal damit 47, 48 oder sowas Krebs und wird sehr nachdenklich. Ich empfehle euch dieses Buch, weil ich habe es selber noch nicht gelesen, hat es einer von euch? Ja, wenn es euch, bitte kauft es und leitet es mir dann, ja, dann schmeißt es Geld. Ja, kann auch nicht jedes Buch kaufen und so. Außerdem ist gerade sehr viel Geld weggegangen. Wir haben nicht wahnsinnig viel verschenkt aus unserem Haus, um dann in der Wohnung nicht so viel stehen zu haben. Wir haben sogar noch Sachen da, ne? Also wenn einer irgendwas braucht. So, nichtsdestotrotz, hier wird nämlich geschrieben, dass er ein moderner Hiob ist, der es wagt, mal das auszusprechen, wenn man ganz wenig Erwartung hat. Allerdings, er ist ja katholisch. Er hat ja Prägungen. Und die kommen interessanterweise in schweren Zeiten doch durch. Dann ist es gar nicht, dass man nichts erwartet, aber es kommen solche Sätze rein, das nennt er in den Mülleimer. Was er geschrieben hat, ist ein Gebetbuch, allerdings keine Erbauungslektüre, sondern ein derbes Klagelied. Schlingensief gießt einen Sud der Verzweiflung über Gott aus. Jetzt Zitat: Mit wem rede ich da eigentlich? Du sagst ja doch nichts. Der anfängliche Schub zu Jesus und Gott geht wieder weg. Vielleicht kommt er wieder, wenn man ganz am Arsch ist. Dieser Mann wagt es, diese große letzte Frage zu greifen: Was macht das eigentlich alles für einen Sinn, wenn ich jetzt mitten in meiner Aktivität und in meiner Wirkung einfach sterbe? Ich habe ihn im Interview gesehen, er hat mich beeindruckt. Was viele Menschen nicht wissen, das hat er kapiert: Der eigene Tod ist der eigentliche Weltuntergang. Da brauchst du nicht auf 4,5 Milliarden Jahre zu warten, wo die Physiker dir sagen, so lange funktioniert die Sonne noch. Nein. Ein Herzschlag sagt dir, du, ich bin da mal weg. Und du auch. Das reflektiert zu bekommen von einem, dem man nur nicht unterstellen kann, dass er fromme Floskeln verbreitet. Vielleicht ist es spannender zu lesen. Allerdings glaube ich, dass er gar nicht so an dem Punkt war, dass er nichts erwartet hat, sondern er hatte ja eine Substanz. Er hat eine biblische Substanz. Und in schwierigen Zeiten kann man manchmal froh sein, dass man sagen kann, nichts ist zu wenig, wenigstens das Wenige nehme ich jetzt ernst, was ich weiß im Glauben. Dritter Aggregatzustand von Glaubenserfahrung ist, man hat viel. Boah, ist das toll. Tolle Gemeinde, fantastische Predigten, geile Musik, nette Leute, nur tolle Sachen in der Bibel. Boah, man könnte sich dauernd selber küssen, wenn es ginge. Interessanterweise
ist viel erwarten durchaus eine Aufforderung in der Bibel, dass wir es tun. Wenn dieser Satz, alle eure Sorge legt oder werft auf ihn, das Bild ist etwa so, dass man neben, man könnte sagen, so wie früher, man steht so neben einem Pferd oder neben einem Lastwagen, denkt sich, die Klamotten brauchst du nicht selber zu tragen, wirf's rauf. Ganz einfacher Vorgang, ist zu schwer, tschüss, fahr mal fort. Dass dieses Vielerwarten an der Spitze steht, ist Glaubensmut. Ich erwarte von Gott viel. Vielleicht ist ja auch einer heute in den Gottesdienst gekommen und hat gesagt, ich erwarte viel. Ich würde nicht predigen, wenn ich nicht viel erwarten würde von dem, was Gott kann. Aber die Gefahr ist, dass man faul, fett und dämlich wird im Glauben. Es wird geschrieben von David im Alten Testament, als der es nicht mehr nötig hatte, der erste Kämpfer seines Volkes zu sein, hat er sich auf die Terrasse gesetzt, hat mal so ein bisschen Porno geguckt, so eine unbeobachtete Frau, die sich wäscht, und dachte, den nimmst du dir. Dafür war ihm scheißegal, dass er den Mann umbringen musste. Viel im Glauben zu haben, heißt noch lange nicht, dass man vernünftig in der Birne ist oder dass es irgendwie nach Kant so ist, du verhältst dich am besten so, dass andere bei dir das Maß nehmen können. Guckt euch jetzt den Koranverbrenner an. Eine dumme Gestalt im Reich Gottes. Aber er wird wahrscheinlich so erhoben sein im Glauben, dass er weiß, wie man mit Andersgläubigen umgeht. Warum hat der Wirklichkeit und Verstandesverlust? Erst vor einigen Jahren habe ich das eigentlich so kapiert. Selbst wenn die Interpretation anders ist als bei uns, teilen Juden, Christen und Moslems eine gemeinsame Grundlage. Also verbrennt er Aussagen, die wir auch in unserer Bibel haben, öffentlich, nur um seinen Auftritt zu haben. Das kann nur Schwachsinn sein. Allerdings hat man im Koran verschiedene Dinge nicht. Ich habe mal drei sind mir immer so wichtig. Einmal, man hat nicht Jesus als Retter. Er wird abgestuft als Prophet. Du hast keine Vergebung. Deshalb musst du dauernd zittern, ob du in den Himmel kommst. Und es gibt eigentlich keine anständige Interaktion zwischen Gott und dem Menschen, der Kind Gottes sein darf. Du wirfst dich zwar religiös in den Staub, aber diese Interaktion, die biblisch an die Hand gegeben wird, durch ein ganz einfaches Gebet, was wir gleich miteinander sprechen werden, Vater unser, ist im Grunde genommen nicht da. Also, große Gefahren, obwohl wir das immer anstreben, viel zu haben, und wir sehen als Gesellschaft jetzt im Augenblick auch, wer viel hat, verblödet noch schneller. Dass wir bei dem Wohlstand, den wir in diesem Land über Jahrzehnte aufgebaut haben, heute so dastehen, dass man Krebskranken das Medikament, das hilfreiche Medikament eventuell nicht verschreibt, dass man in Krankenhäusern liegen gelassen wird oder was auch immer, das ist wirklich bedenkenswert. Wir sind unter viel runtergegangen im Niveau. Das ist schade. Erziehungstechnisch ganz einfach. Gib deinem Kind alles und du machst es kaputt. Nimm deinem Kind alles und es wird kämpfen um alles und auch um sein Leben. Das ist nicht das Schlechteste. Die Kinder verwöhnen.
kann falsche Ergebnisse bringen. Vielleicht ist deshalb auch das Glaubensbekenntnis von Bonhoeffer so wichtig, das nämlich in einer Zeit entstanden ist, als der Verwöhnanteil ganz gering war. Als es darum ging, ist Gott überhaupt noch für mich da? Und deshalb der vierte Zustand. Der vierte Zustand mit dem Zeigefinger seht ihr am Isenheimer Altar, wo Johannes auf Jesus hinweist, als den, von dem man alles erwarten darf. Also nochmal von vorne. Das bist du. Warm oder kalt, aber nicht lau, also hängen lassen. Deine Glaubenshand, die das Leben oder die Situation oder die Zukunft greifen will, kann nichts, kann wenig, kann viel, aber sie kann auch alles greifen. Ich glaube, dass wir bringen alle vier Finger ins Geschäft. Die sind unterschiedlich stark und sie sind unterschiedlich auch lang und was weiß ich nicht, auch grifftechnisch angeordnet. Wir können eigentlich gut nach dem alten Luther nicht so tun, als wenn wir nur immer alles erwarten würden. Das ist Quatsch, das ist fromme Überheblichkeit. Aber wir können sagen, wenn ich in meinem Leben etwas ergreifen will im Glauben, dann möchte ich gern auch warm sein. Denn wenn der kalt wäre, hier der Daumen, ja, wenn der abgeschnitten wäre von aller Zufuhr zum Beispiel, dann könnte der auch nicht greifen. Kalt und blau ist anscheinend nicht gut, aber lebendig und warm. Und wenn man dann als Mensch in seinem Aggregatzustand der Glaubenserfahrung sagt, die anderen Sachen nehme ich auch mit rein. Ich weiß im Augenblick nicht genau, wo ich stehe. Vielleicht ist das auch nochmal eine Sache, die von dem Herrn Schlingensief so interessant ist, dass er es wagt, bei nichts anzufangen und zu sagen, Gott, ob du mir antwortest, ich glaube noch gar nicht. Ich erlebe das überhaupt nicht. Dass er sich mit dem Wenigen, was er an Tradition hat, an den lebendigen Gott klammert und nicht behauptet, da geht es nichts. Dass er ganz sagt, jetzt brauche ich sehr viel von dem, was ich vorher überhaupt nicht beachtet habe. Ich lese euch einen anderen Satz vor. Schlingensief hadert mit Krebs, Tod und Verwesung, er wirft Gott Versagen vor und schimpft auf die Priester, alles Oberfresser. Die allerletzte Oberfressen, schöner Ausdruck, ne? Schlingensief schreit seinen Vater an, der allerdings bereits im Grab liegt, er beschimpft sich selbst als Saukerl und Weichei und wirft sich vor, 47 Jahre lang Schwachsinn angerührt zu haben. Wenn es um alles geht, wird man ja sehr kritisch, auch sich selbst gegenüber. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht, wie der Mann am Kreuz neben Jesus zum Schluss gewagt hat, nicht auf das Viele zu gucken, was er braucht, sondern auf das Alles, was Jesus alle eure Sorge, alle eure Mutlosigkeit, alle eure Fragen, die Krankheit, das Elend. Unfertige Gedanken, die ihr vielleicht noch viel besser umsetzen könnt.